Opet präsentiert das Therapiekonzept. Das ist Paul. Er hat sich bei der Arbeit an seinem neuen Haus verletzt und wird in die Lindenklinik gebracht, um dort operiert zu werden. Jetzt plagen ihn nicht nur Schmerzen, sondern er fragt sich auch, ob er in der Lindenklinik gut aufgehoben ist. Paul erinnert sich, dass sein Freund Thomas schon eine Verletzung hinter sich hat und wieder topfit ist. Auch er war in der Lindenklinik, und zwar bei Dr. Hansen. Thomas war total begeistert, denn er hat dort eine Spitzenversorgung und eine perfekte Nachbetreuung bekommen. Deshalb ist Paul erleichtert, dass auch seine OP von Dr. Hansen durchgeführt wird. Dabei läuft alles wunderbar und Paul wird anschließend gleich mit seiner OPET-Orthese versorgt. Allerdings hat er immer noch viele Fragen. Wird er nach der OP auch eine sinnvolle Therapie bekommen? Woher weiß sein Physiotherapeut, was Dr. Hansen verlangt? Und wie kann er selbst etwas für seine Heilung tun? Deshalb bekommt Paul eine auf seine Verletzung abgestimmte Behandlungsrichtlinie sowie eine begleitende Infobroschüre von der Lindenklinik überreicht. Die behandelnden Ärzte haben die Behandlungsrichtlinien nach ihren individuellen Vorstellungen und unterstützt durch einen OPET-Mitarbeiter ausgearbeitet. Für jede Verletzung haben sie einen geeigneten Therapieablauf eingeteilt in verschiedene Phasen erstellt. So weiß Dr. Hansen, dass auch nach der Operation alles nach seiner Vorstellung abläuft. Und das ist auch noch kostenlos für alle Beteiligten. Zusätzlich wird Paul durch die Infobroschüre mit Tipps und Übungen zu jeder seiner Therapiephasen versorgt. Außerdem werden darin mögliche Fragen beantwortet und Dr. Hansen kann sich sicher sein, dass sein Patient aufgeklärt ist und in seiner Nachbehandlung nicht allein gelassen wird. Nun hat Paul eine klare Übersicht über seine Therapie und die Zusatzinfos helfen ihm, seine Verletzung zu verstehen. Deshalb fühlt sich Paul sehr gut betreut und kann selbst etwas für seine Heilung tun. Paul freut sich. Er ist dank der passenden Orthese aus dem OPET-Programm, seiner Behandlungsrichtlinie und dem Infomaterial schnell wieder auf den Beinen. Aber das Wichtigste ist, jetzt kann er seine Frau endlich über die Schwelle seines neuen Hauses tragen. OPET, damit sie beweglich bleiben.